Grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Pet und aus dem sonnigen Paraguay. Schöne Grüße. Das heutige Thema: Führerschein. Bleibt dran. So, hier nochmal kurz die Top Palmen. So, aber jetzt kommen wir zum Thema. So, nochmal vielen Dank für eure Fragen. Es sind wie immer sehr viele gewesen und es gibt einige Sachen. Also Führerschein, klar, ist sehr wichtige Sache. Was brauchen wir? Wir haben schon über Einwanderungshelfer, Einwanderung gesprochen. Dann braucht man natürlich Immobilien. Grundstücke, Häuser, haben wir oft schon mal drüber gesprochen. Dann Kauf von Gebrauchautos, Gebrauchtwagen, haben wir auch drüber gesprochen. Und jetzt sprechen wir über Führerscheine. Sowohl Motorradführerschein als auch Pkw-Führerschein. Wenn das Thema für euch interessant ist, bleibt also dran. Also Führerschein ist es natürlich ganz wichtig. Also ich spreche jetzt von der Bezirksstadt Piribebuy, wo wir schon seit, wie ihr wisst, seit 18 Jahren hier sind. Und die Sachen sind grundsätzlich in den kleineren Städten viel einfacher als zum Beispiel in dem Großraum Asunción. Also da bitte auf jeden Fall unterscheiden. Gut, wie läuft es bei uns? Also im letzten Jahr, also 2019, gab es überhaupt keine Probleme. Man ist einfach zur Stadtverwaltung hingegangen, hat gesagt, Leute, ich brauche einen Führerschein. Und vierte Stunde, wenn man Pech hatte, eine halbe Stunde, hat man den Führerschein in der Hand gehabt. Ganz einfache Sache. In diesem Jahr ist natürlich etwas schwerer geworden, aber nichtsdestotrotz kann man den Führerschein auf jeden Fall relativ schnell erledigen lassen. Also bloß keine Angst vor Führerscheinprüfung, von Fragen etc. 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 Sowas findet in Paraguay bzw. bei uns in der Stadt Piribebuy gar nicht mal statt und alles ist legal. Also wie gesagt, es betrifft sowohl einen Pkw-Führerschein als auch Motorradführerschein. Überhaupt gar kein Problem. Also falls ihr Hilfe braucht in dieser Angelegenheit, einfach an mich wenden. Die Adresse gebe ich unten durch oder zum Schluss von unserem Video. Immer gebe ich ja links meine Kontaktdaten, also gar kein Problem. Nochmal, die Sache ist ganz legal, ganz normal. Es ist nur so, dass man 2, 3, 4 Sachen braucht, wie den Hörtest, Sehtest und so weiter, die man auf jeden Fall bei hiesigen Ärzten relativ preiswert erledigen kann und die Sache innerhalb eines Tages erledigen kann. Also von daher, falls ihr einen Führerschein braucht, macht euch wirklich keine Sorgen. Also in Paraguay, was mir gefällt, ist noch diese Freiheit. Man fragt nicht so viel rum. Wenn ein Bürger einen Führerschein braucht, dann bekommt es. Ganz einfach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute fahren hier eigentlich vorsichtig. Also, man muss schon Rücksicht nehmen. Ja, vor allem auf die Motorradfahrer. Die andere Seite von der ganzen einfachen Geschichte, was Führerschein angeht, ist natürlich folgende, dass man natürlich auch die Augen offen halten sollte, auch viel, viel andere. Und das ist das A und O. Also, bitte nicht immer rummeckern. Rechts, links, überholen, wie auch immer. Also wenn ich ja manche sehe,
vor allem Ausländer, die sich hier aufregen über das Verkehr, Straßenverkehr. Naja, ich habe mich schon leicht dran gewöhnt und ich denke, ihr sollt es auch tun, weil, wisst ihr, einerseits ist die Leichtigkeit im Erwerb von Führerschein und von der zweiten Seite, man muss natürlich aufpassen. Also wenn man weiß, derjenige hat den Führerschein genauso erworben, vielleicht noch leichter, als ihr es gehabt habt, dann woher bitte soll er alle Regeln kennen? Unmöglich, unmöglich. Deshalb, wie gesagt, es muss das eine gesehen werden und das andere genauso. Also, macht euch überhaupt keine Sorgen. Den Führerschein kann man auf jeden Fall innerhalb eines Tages machen. Es ist gar keine große Angelegenheit. Und falls ihr hier seid und vielleicht sich auch für die Grundstücke interessiert oder bei uns übernachtet, ist überhaupt gar kein Problem, dass ich euch gerne helfe. Gar kein Problem. Deshalb keine Sorgen machen, falls andere Freunde, Bekannte von euch auch einen Führerschein brauchen. Gar kein Problem. Einfach das Video teilen und auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter und den anderen auch per E-Mail das Video teilen. Falls ihr natürlich weitere Fragen habt, gerne unten bitte in den Kommentaren aufschreiben und ich werde schnellstmöglich eure Fragen wieder beantworten. Also in diesem Sinne, mach's gut, Likes nach oben, teilt das Video und wir sehen uns im nächsten Video und bleibt auf jeden Fall gesund. Bis dann, mach's gut.